hier gewinnen konnten für den Wahlkampf in Südthüringen. Und ich freue mich, dass er unseren Bundestagskandidaten auch unterstützt. Lieber Herr Thilo Sarrazin, herzlich willkommen in unserem schönen Wahlkreis. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Thilo Sarrazin ist, denke ich, allen hier bekannt. Ehemaliger Berliner Finanzsenator und hochdekorierter Buchautor mit sehr vielen Bestsellern. Ich denke, wir können uns auf einen sehr interessanten Abend freuen. Ich möchte meine Vorrede gar nicht so lange halten. Deswegen möchte ich noch unseren Bundestagskandidaten Hans-Georg Maaßen begrüßen, der für Fragen und Themen auch noch nach der Veranstaltung hier im Rahmen bereitstehen wird. Aber zunächst erstmal in die Diskussionsrunde einsteigen. Und moderiert wird der Abend bzw. die Gesprächsrunde vom Journalisten Dietmar Grosser, der dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt ist und auch ein sehr versierter Moderator ist, der dann auch die entsprechend spannenden Fragen stellen kann. Ich freue mich auf einen interessanten Abend und sage Ring frei. Herr Grosser, bitte übernehmen Sie. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben gemerkt, ich habe mich ganz bescheiden an den Rand gehalten, als die beiden mächtigen Männer der CDU und der einst SPD vorgestellt wurden. Dietmar Grosser, mein Name, ich bin Journalist hier aus Thüringen, einer von euch und von uns, und freue mich ganz besonders auf diesen Abend und verspreche viele spannende Fragen. Das Thema, da haben wir uns im Vorfeld geeinigt, soll lauten: Wie weiter mit Deutschland? Das hat seine Ursache darin, dass Hans-Georg Maaßen in vielen Gesprächen an Ständen und in Kleinstädten und Betrieben immer wieder gefragt wurde: Was geht hier vor in Deutschland? Wo sind die Probleme? Wieso sieht die keiner? Wie geht es weiter? Und das soll heute so das große übergeordnete Thema des Abends sein. Man kann das auch anders fragen: Werden wir ein Land der Biobauern und Lastenräder, der Stromausfälle, von 5 Millionen Arbeitslosen sowie von nächtlichen Ausgangssperren, einfach weil es zu unsicher auf unseren Straßen geworden ist? Sie merken, ich frage schon mal ganz schön ins Zentrum der Probleme. Vor 500 Jahren, aufs Jahr genau, war ein Jubiläum, da hat ein Mann namens Martin Luther gesagt: Hier stehe ich und kann nicht anders. Das hat er auf dem Reichstag in Worms oder zu Worms vor seinen Inquisitoren gesagt, Richtern. Und den beiden Herren hier droht nun nicht gleich die Inquisition und sie werden auch nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt, aber einer ist schon aus der Partei ausgeschlossen. Beim anderen sehe man es vielleicht auch ganz gern. Ebenso wie bei Sarah Wagenknecht, bei Boris Palmer, bei Wolfgang Thierse oder Thomas Kemmerich von der FDP. Deswegen fangen wir mal an mit der Moderation. Was ist aus Deutschlands demokratischen Parteien geworden? Herr Sarrazin, Sie sind zu Zeiten von Willy Brandt in die SPD eingetreten. Was ist mit Ihrer Partei passiert? Vor 3 Jahren saßen wir zwar in der Bar und da haben Sie zu mir gesagt: Ich trete nie aus der SPD aus. Und jetzt sind Sie draußen. Naja, gut. Erstmal war ich aber 48 Jahre drinnen und fast hätte ich noch das Abzeichen für 50-Jährige der Parteimitgliedschaft bekommen. Als ich in die SPD eintrat, war ich 28 Jahre alt. Das war ja ein ganz anderes Umfeld. Wenige Jahre zuvor hatten sich die beiden Willis in Erfurt gesehen. Ich war ein intensiver Anhänger der Ostpolitik, weil ich meinte, dass man auch mal die Tatsachen, wie sie der Weltkrieg geschaffen hatte, anerkennen musste. Ich war ein Anhänger einer modernen Wirtschaftspolitik, wie sie vertreten wurde von der Karl Schiller und von Helmut Schmidt. Und ich glaubte auch, dass ein starker Sozialstaat nötig ist. Und die CDU wirkte damals so, als ob sie ein bisschen geistig das schwächelte. So. Und dann kam ich eigentlich zufällig in die SPD, das weiß gar keiner. Ich las eine Anzeige in der Zeit,
dass die Ebert-Stiftung, damals hatte man das noch nicht so eng mit der Parteienfinanzierung, für die SPD-Langzeitkommission zwei der Sekretäre suchte. Das war eine Kommission, die eingesetzt worden war vom Parteivorstand, um ein Langzeitprogramm für das Jahr 1985 zu schreiben. Das war 1973. Da habe ich mich beworben. Und obwohl ich unter 54 der Bewerbern der einzige Parteilose war, wurde ich genommen. Und das Einstellungsgespräch hat mich beeindruckt, dass da mit den drei Vorsitzenden, da war Peter von Oertzen, der linke Bildungsminister aus Niedersachsen, aber liberal, und hielt sich mit mir über, also Popper und Habermas, das sind zwei bekannte Philosophen. Da war Horst Ehmke, der sprach über Machtfragen, und dann war der dritte, der sprach über Wirtschaftsfragen. So, und das hatte mich überzeugt. Und am Ende fragte mich Horst Ehmke: Da Herr Sarrazin, wenn wir Sie einstellen, Sie sind doch kein Parteimitglied, wie wollen Sie denn vor Parteigremien auftreten? Dann habe ich gesagt: Ach Herr Minister, ich dachte, die Wahrheit sei überparteilich. Da mussten alle drei Herren fürchterlich lachen, und ich wurde eingestellt. Dann habe ich gedacht, in solch einer Partei kann man eigentlich auch eintreten, und wenige Monate später wurde ich der Parteimitglied. Ja, also so kam ich zur SPD. Und daran kann man jetzt die heutige SPD spiegeln, also dass die SPD am der linken Rand radikale Elemente hatte, das war damals so und das ist heute so, das ist bei allen Volksparteien so, die auch irgendwo Ränder abdecken, also KPD gab es ja damals nicht, und dass die Jusos immer irgendwo auch Kommunisten waren, war auch klar, also Schröder war mal Marxist gewesen, der also spätere Bundeskanzler. Die Frage ist, wie man mit Abweichlern oder mit Leuten, die gerade nicht zum Mainstream passen, umgeht. Und das ist die Frage der Liberalität. Damals war man gegenüber dem linken Rand tolerant. Heute, ich betrachte mich nicht als rechter Rand, das ist falsch, aber heute ist man eben Ansichten, wie ich sie habe und vertrete, zu Einwanderung, Migration, Bildung und anderen Fragen, steht man eben dann nicht mehr so offen gegenüber. Und wenn die Parteiführung meinte, das nur durch meinen Ausschluss lösen zu können, kann ich nur sagen, schade für die Parteiführung. Und das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Nun glaubt man den Umfrageinstituten, wollen alle Deutschen inzwischen Herrn Scholz wählen. Was stellt dieser Spitzenpolitiker der SPD für Sie heute dar? Ist er eine Führungsfigur oder nur eine machtlose Galionsfigur der Linken in seiner Partei? Ja, da muss man sich an das Schicksal der übrigen drei sozialdemokratischen Bundeskanzler erinnern. Willy Brandt mit großen Verdiensten scheiterte letztlich an den Frauen und am Alkohol, um es mal ganz offen zu sagen, und ohne seine großen Leistungen zu nahe zu treten. Also Helmut Schmidt, das scheiterte letztlich daran, dass ihm der Linken in der Partei gar nicht mal die marxistische Linke, sondern die wohlwollende Gutlinke, die da Gefolgschaft verweigerte bei sozialen Einsparungen, die für die FDP wichtig waren, und bei der Nachrüstung. Und der Schröder scheiterte, weil mit den Hartz-IV-Reformen, die für Deutschland gut und wichtig waren, in der Summe, auch heute noch sage ich das, letztlich dann die WASG, spätere Linkspartei, links abspaltete, und weil aber auch die eigene Mannschaft nicht mehr mitzog. Und dann hat er also Neuwahlen ausgeschrieben und hat diese verloren. Aber hätte in seine Partei getragen, hätte er die Neuwahlen nicht ausgeschrieben. Und was passiert mit Olaf Scholz? Natürlich werden ihn die Linken, die ja die Parteiführung beherrschen, ja auch keine bösen Menschen, sie sind einfach bloß links,
die werden ihn zum Bundeskanzler machen, weil das ist eine wunderbare Sache, dass auf die Art die SPD wieder regiert. Und dann wird man dann im täglichen Geschiebe, wenn es um Gesetze geht, ob man, wie man die Bundeswehr ausrüstet, ob man jetzt Drohnen schafft, wie man sich in der NATO verhält, wie man es mit den Renten hält, wie man es mit dem Benzinpreis hält, bei ganz vielen Fragen wird sich dann zeigen, dass letztlich Scholz als Bundeskanzler bei allem guten Wollen, was ich ihm jetzt gar nicht bestreiten würde, ich weiß ja nicht, was er tun wird, und Erfahrungen hat er ja, am Ende ein König ohne Land sein wird, sodass wir mit einer Regierung unter seiner Führung, was ich als das Wahrscheinlichste ansehe, dass es dann also Rot-Rot-Grün gibt, wird eine Regierung sein, die sich über vieles Notwendige nicht wird einigen können, darum sich in Illusionen verfangen wird und Deutschland in der Summe in keine sehr gute Zeit führen wird. Das ist meine Prognose. Das haben Sie. Das haben Sie aber sehr nett umschrieben, Herr Sarrazin. Ja, jeder hat es doch verstanden. Herr Maaßen, zur CDU. Was ist aus Ihrer Partei geworden? Ist es eine Partei der Abnicker jener Befehle geworden, die aus dem Merkelschen Politbüro kommen? Also viele wissen, ich bin der Jungen Union 1978 beigetreten, 1987 bin ich der CDU beigetreten, weil ich die Politik Helmut Kohls gut fand und auch weil ich damals den Eindruck hatte, dass die SPD in der Klammer war der, ich sage mal, der parteipolitischen Linken. Ich hatte gesehen, auch als junger Jurist, dass als die sozialliberale Koalition zusammengebrochen war, dass es nicht an der Politik von Helmut Schmidt lag, sondern man kann sagen, es war ein Dolchstoß der eigenen Linken in der Partei gewesen. Und ich hatte damals Angst vor diesen Linken, die zum Beispiel gegen den NATO-Doppelbeschluss mobilisierten. Ich kann mich noch genau erinnern, als diese große Demonstration in Bonn auf der Hofgartenwiese war. Hoch emotionalisiert waren die Leute, Argumenten überhaupt gar nicht zugänglich. Da habe ich mir gesagt, gegen diese emotionalisierte, aggressive, teilweise fanatisierte Politik der politischen Linken muss es eine andere Politik geben. Und die habe ich damals bei Helmut Kohl und der CDU/CSU gesehen. Das ging auch viele, viele Jahre gut, muss ich sagen. Und unter Helmut Kohl sind aus meiner Sicht auch großartige Dinge gemacht worden. Nicht nur die deutsche Wiedervereinigung, sondern die Europapolitik. Ich habe das damals im Bundesinnenministerium erlebt, als Schengen umgesetzt worden war, die Binnenmarkt, die Freizügigkeit hier in Europa. Es war ein Projekt, das gerade von Helmut Kohl vorangetrieben worden war. Was wir allerdings in den letzten 20 Jahren erleben, das ist eine Entkernung eigentlich der Werte der CDU und in den letzten Jahren aus meiner Sicht auch der CSU, wofür diese Partei eigentlich stand, als Volkspartei, die immer auch einen linken Flügel hatte, einen sozialen Flügel, für den zum Beispiel eine Person wie Norbert Blüm stand, aber einen marktwirtschaftlichen Flügel hatte, einen Flügel für die, ich sage mal, für die Handwerker. Die Handwerker und Landwirte waren sehr stark repräsentiert durch die Partei, bis hin eben auch zum konservativen Flügel, für die Personen standen wie ein Drecker oder auch ein Manfred Kanter. Und das ist in den letzten 20 Jahren mehr und mehr verschwunden und der linke Flügel der Partei ist dominant geworden. Nicht nur, dass er dominant geworden ist, andere sind rausgedrängt worden, sind nicht mehr in der Machtstruktur vertreten. Aber in der Mitgliederstruktur ist es weiterhin noch erhalten. Das nehme ich wahr, das nehme ich nicht nur in Südthüringen wahr, wo ich den Eindruck habe, hier sind sehr, sehr viele Menschen noch vertreten im Geist der Volkspartei CDU, wo sie sagen, wir brauchen einen konservativen Flügel, aber auch einen sozialen, aber auch einen wirklich christlich-evangelischen oder christlich-katholischen Teil. Das ist hier noch erhalten und ich spüre auch, dass es in anderen Teilen Deutschlands, zumindest in Teilen noch so erhalten ist.
Wir hatten vorgestern Rainer Wendt zu Besuch in Schleusingen, der da berichtete, dass er innerhalb des Bundestagswahlkampfs auch für andere Kandidaten unterstützt und sagte, also dort hatte er den Eindruck, dass es einen großen Kontrast gibt zwischen der Mitgliederbasis und der Anhängerschaft einerseits und den Funktionären andererseits. Die Mitglieder und die Basis, die schreien danach, dass es wieder die alte Volkspartei gibt, die alle Flügel vertritt. Und ich trete auch dafür ein, dass es wieder eine Volkspartei ist, die auch einen liberalen, einen konservativen, einen wertegebundenen Flügel hat. Und ich hoffe, dass mit der Bundestagswahl die CDU-CSU-Fraktion eine andere ist als bisher, eine durchaus mit stärkeren konservativen und liberalen Elementen als bisher. Ich hoffe, dass eine ganze Reihe von neuen Gesichtern auch im Bundestag sein werden. Und wenn ich in den Bundestag gehen werde, möchte ich gerne auch ein Gesicht sein für den konservativen und liberalen Flügel, für einen wertegebundenen Flügel. Und dann wollen wir eine andere Politik machen. Ich denke, Deutschland braucht einen Kurswechsel. Und meine Motivation, ich sage mal, in die Politik zu gehen mit 58 Jahren ist, ich habe einfach Angst, dass wir Deutschland gegen die Wand setzen, wenn wir weiter so machen. Ich bin gegen eine weiter so Politik und ich möchte jedenfalls im neuen Bundestag mit dazu beitragen, dass der Kurs geändert wird und dass wir eine Weichenstellung vornehmen. Herr Sarrazin, richten wir mal den Blick in die Hauptstadt nach Berlin. Manche meinen, dort sei ein Narrenschiff. Wie bewerten Sie die Situation heute dort? Die Zusammenarbeit zwischen SPD, Grünen und Linken, Sie waren ja mal Finanzsenator dort. Jetzt wird dort das Geld für alle möglichen Dinge ausgegeben, nur nicht für das Vorankommen dieser Stadt. Wie sehen Sie das? Berlin heute. Ja, ich sehe das natürlich mit einer gewissen Trauer. Ich habe ja in der Stadt also sehr viel getan, habe in 7 Jahren als Finanzsenator nicht nur viel eigene Kraft investiert, sondern wir hatten auch große Erfolge. Wir haben ein Defizit von einem Drittel der Landeshaushalts beseitigt. Wir haben die Unternehmen in der Stadt saniert. Es war viel Positives. Es ist auch, nachdem ich ausschied, sehr viel Positives geblieben. Aber natürlich hat auch eine gewisse in Berlin immer schon vorhandene Indolenz sich dann halt weiter ausgebreitet. Und der an sich von mir geschätzte, langjährige Chef von mir, Klaus Wowereit, machte auch zunehmende Fehler, Stichwort Flughafen, trat im Jahr 2014 zurück und seitdem ist der also führungsschwache, sympathische, aber führungsschwache Michael Müller dran und seitdem tanzen in der Stadt die Mäuse auf dem Tisch, anders kann man das nicht noch bezeichnen. Und was in der Stadt funktioniert, funktioniert deshalb, weil sie alle Polizisten, Verwaltungsbeamte langjährige Gewohnheiten ausgebildet haben und einfach so weitermachen, wie es immer war. Und dann funktioniert eine Stadt, selbst wenn die politische Leitung der Stadt weitgehend dysfunktional ist. Und das ist eben der Fall. Ich will nur einen Punkt nennen. Berlin hatte ja in den letzten Jahren einen starken Zuzug und Berlin hätte in den letzten 10 Jahren auch einen starken Wohnungsneubau gebraucht, wie zum Beispiel auch Hamburg, die das auch gemacht hätten. Wie baut man Wohnungen, indem man letztlich Investoren hat, die genügend Geld haben, um die Wohnungen zu bauen? Das können die eigenen Wohnungsbauunternehmen sein. Denen muss man dann aber auch die Möglichkeit geben, angemessene Mieten zu nehmen und Kapital zu bilden, die landeseigenen. Das können private Investoren sein. Die müssen natürlich auch die Möglichkeit haben, kostengünstig zu bauen. Sie brauchen die Grundstücke und sie brauchen die Gewissheit, dass ihnen nicht jemand am Ende in ihre Mietkalkulationen reinfummelt. Denn wer baut, das weiß ja jeder von Ihnen, der mal gebaut hat, bindet sich ja für die nächsten 30 bis 40 Jahre. Müller gab das wichtige Wohnungsbauressort an die
an die Linkspartei, und die Linkspartei hasst eben Eigentümer und hat erstmal den Wohnungsbaugesellschaften verbieten, ihre Mieten an die Kosten anzupassen, den eigenen Wohnungsbaugesellschaften, und hat dann den Mietendeckel eingeführt, der jetzt als der verfassungsrechtlich wieder abgeschafft wurde. Und das Ganze hat ein Klima geschaffen, in dem jetzt seit einigen Jahren in Berlin zwar noch Wohnungen entstehen, aber nur noch Luxuseigentumswohnungen für Superreiche. Dann wird eben investiert an bestimmten Stellen, aber das Vermieten lohnt nicht mehr. Und die ganze Mittelschicht in Berlin, die sich vielleicht sonst ein Reihenhaus gekauft hätte oder eine vernünftige Wohnung gemietet hätte, zieht jetzt raus ins grüne Brandenburg. Also eine verheerende Entwicklung, und von außen rücken andere Gruppen nach, die jetzt die also Struktur in der Stadt auch nicht gerade verbessern. Und das nur als exemplarisches Zeichen, wie das läuft. Und es ist völlig unmöglich, in und mit der Landesregierung, ich kenne ja auch noch viele unter Ihnen, ob bei PDS, Grünen oder SPD, über diese Dinge vernünftig reden zu können. Ich habe einen Bruder, der war Bauunternehmer in Berlin, war deswegen, weil er jetzt in Thüringen baut, der sagt, ich kann nicht mehr kalkulieren. Das heißt, wenn er einen Kredit dort oben aufnimmt und bei der Mietbeschränkung, kann er seine Kreditraten nicht zurückzahlen. Jetzt baut er in Arnstadt Wohnungen für die neuen chinesischen Manager von Kattel, die dort Akkus bauen. Das ist ganz interessant und gut für Thüringen. Herr Maaßen, wird die Politik immer irrationaler und ideologischer? Wenn ich die Talkshows sehe, da geht es immer nur um Moral, um Weltrettung. Und bei den Themen wie Migration, Klima, Gender oder Corona habe ich manchmal den Eindruck, es handle sich um eine religiöse Sekte. Nach hegelscher Vernunft geht das dann nicht mehr. Stimmt das? Um es vorwegzunehmen, ich muss Ihnen zumindest in Teilen zustimmen, den Eindruck habe ich. Ich sage mal, woher ich herkomme, ich bin Jurist, und als Jurist lernt man im Grunde genommen nüchtern zu argumentieren, nüchtern zu subsumieren. Und man lernt auch, dass das Recht das moralische Minimum ist, auf das sich die Menschen verständigt haben. Weil jeder hat seine eigene Moral, oder jede gesellschaftliche Gruppe hat seine eigene Moral. Ob das jetzt nun landschaftlich bedingt ist, ob das konfessionell bedingt ist, ob das familiär bedingt ist. Jeder hat eine eigene Vorstellung davon, was moralisch korrekt ist und was moralisch weniger korrekt ist. Und beim Recht hat man sich darauf verständigt, dass das die Grundlage des gemeinschaftlichen Zusammenlebens ist. Jetzt musste ich in den letzten Jahren wiederholt feststellen, dass über das Recht drüber gelagert wird eine Hypermoral. Diese Hypermoral von, ich sage mal, maßgebenden Personen in Medien oder in der Politik, die sagen, das ist Hass und Hetze, oder es ist unmoralisch abzuschieben, oder es ist schäbig. Ich habe heute gelesen, Herr Sarrazin, wir beide sind schäbig, ja, das stand im Spiegel. Das sind so Werturteile, die verwendet werden, mit denen man letztendlich seine eigenen moralischen Standpunkte über das Recht hinwegsetzt und versucht, anderen Menschen aufzuoktroyieren. Das war mir deutlich geworden bei der Migrationspolitik, wo wir ganz klare Regelungen dafür haben, wann jemand einreisen darf und wann jemand abgeschoben werden muss. Aber wenn man das Recht für sich in Anspruch nimmt und als Jurist einfordert, ich möchte, dass dieses Recht angewandt wird, wenn man dies tut und dann als unmoralisch oder inhuman bezeichnet wird, muss ich sagen, haben wir hier ein Problem in diesem Staat. Und dieses Problem habe ich gesehen bei der Diskussion über die Einreise von Hunderttausenden von Menschen 2015, bei der Diskussion über die Seenotrettung oder diese angebliche Seenotrettung im Mittelmeer, wenn gesagt wird, wir müssen diesen Menschen helfen, und das Recht, in dem im Einzelnen beschrieben wird, unter welchen Umständen diese Leute einreisen dürfen, spielt dann überhaupt gar keine Rolle mehr, wird zur Seite gelegt, weil die politisch maßgebenden Kräfte in Deutschland ihre eigene Moral, ihre eigenen humanitären Vorstellungen an die Stelle dieses Rechts setzen. Damit habe ich ein sehr, sehr großes Problem. Und dieses große Problem sehe ich nicht nur in der Migrationspolitik, sondern sehe ich auch in anderen Politikfeldern, wenn man plötzlich 5 Grad sein lässt, wenn das Recht völlig
uninteressant ist, wie beispielsweise auch bei Fridays for Future und Schulpflicht am Freitag. Wenn man am Freitag die Schule schwänzen darf, weil es für einen guten Zweck ist, dann ist das Recht völlig egal. Wenn es ein, ich sage mal, ein schlechter Zweck wäre, dann wäre das Recht nicht egal. Also wenn plötzlich Rechtspopulisten, Rechtsextremisten auf die Idee kämen, am Freitag die Kinder aufzufordern, zu demonstrieren, dann wäre plötzlich die Schulpflicht natürlich nicht gnadenlos durchzusetzen. Da muss ich sagen, als Jurist kann ich das nicht akzeptieren, dass eine gesellschaftliche Gruppe, auch wenn es Journalisten sind oder wenn es die politisch Herrschenden sind, ihre persönliche Hypermoral an die Stelle des Rechts setzen. Und in der Situation sehe ich uns derzeit, und das halte ich für eine große gesellschaftliche Gefahr, denn jeder hat einen Anspruch darauf, dass seine Moral akzeptiert wird und dass das die gemeinsame Grundlage des menschlichen Zusammenseins eben das Recht ist und nicht die Moral von anderen. Zur selben Frage. Ja, also ich gebe Ihnen da völlig recht, Herr Maaßen, das ist auch das, was mich immer beschäftigt. Eine Gesellschaft sind ja ganz heterogene Menschen und das Recht ist ja deshalb eine große Erfindung, weil Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zusammenlegen können, ohne sich gegenseitig zu berauben, sich die Köpfe einzuschlagen und wenn es zivilisiert ist, im Übermaß zu beschimpfen. Das ist die Leistung einer demokratischen Gesellschaft und die gerät dann in Gefahr, wenn man die eigenen Maßstäbe letztlich den anderen aufdrücken will. Es kann ja jeder so freundlich sein zu Geflüchteten, wie man heute politisch korrekt sagt, wie er will. Er kann die in sein Haus ausnehmen, er kann nach Afrika fahren und dort in einzelnen Dörfern persönlich aushelfen. Das soll er alles tun. Der Staat muss dafür sorgen, dass er als Staat funktioniert und dass die Gesellschaft insgesamt funktioniert. Und dazu gehört auch, dass man sich an die gesetzlichen Regelungen für Asyl- und Einwanderungspolitik und Abschiebung, die man selbst geschaffen hat, auch dann penibel hält. Das ist das Mindeste, was man verlangen kann und dass die, die das Recht einfordern, nicht jetzt deshalb moralisch verurteilt werden. Aber das hat ja auch etwas anderes. Es gibt ja so viele Dinge, um die sich Politik kümmern muss. Das gilt im sozialen Bereich, das gilt im kommunalen Bereich. Ihnen werden auch immer bestimmt Dinge einfallen, wo Sie sagen, hier muss die Politik mehr tun. Was mich bekümmert, aber auch schon fast wiederum ironisch erheitert, ist die wachsende Tendenz von Politik, sich mit Dingen zu befassen, an denen sie nichts ändern kann. Also letztlich, wenn Sie sich die Debatten auch im sogenannten Datriell angucken, die befassen sich großenteils mit Dingen, die man nicht ändern kann. Ich fange mal mit dem Klimawandel an. Lasse dahingestellt, wie weit der Menschen gemacht ist. Ich glaube mal alles, was der IPCC schreibt im Augenblick. Stelle nur fest, Deutschland hat also 2% CO2-Emissionen. China hat 28% der Welt-CO2-Emissionen. Also, das heißt, wenn jetzt die grüne Spitzenkandidatin nach China reisen würde, fürs Zentralkomitee treten würde und sich mit denen über eine Klimastrategie einigte, das hätte Hand und Fuß. Was wir in Deutschland tun, ist auf Deutsch fürs Weltklima völlig wurscht. Es muss vielleicht trotzdem geschehen, aber man soll doch nicht so tun, als ob die Frage, wie viel Windräder irgendwo im Thüringer Wald rumstehen, irgendetwas zu tun hat mit dem Hochwasser an der Ahr. Das ist ein Nullzusammenhang und das ist eine Tatsache. So. Und trotzdem muss man was gegen das Hochwasser tun. Und dazu könnte ich Ihnen viel sagen, weil ich nämlich viele Jahre in Mainz Finanzstaatssekretär war und immer gesagt habe, wir dürfen in den Hochwassergebieten nicht mehr bauen. Ich war nämlich auch Baustaatssekretär. Das hat sich aber keiner getraut, dort den Einfamilienhaus bauen, das künftige Bauen zu verlieren. Und jetzt sind sie alle abgesoffen. So, also das sind Zusammenhänge, die man sehen muss, dass die Politik jahrzehntelang geschlafen hat und jetzt die Resultate des Schlafens eben da dem Klimawandel in die Schuhe schiebt. Das kommt hinzu.
Und anderes Thema ist also Gender. Also ich meine, jeder soll reden, wie er will, und wenn er seine Sprache künstlich verlängern will, dann soll er das tun. Und ich halte es auch im Fernsehen aus, obwohl die Nachrichten könnten also 5 Minuten kürzer sein, wenn es nicht immer heißen würde, die Soldatinnen und Soldaten und so weiter. Also wie auch immer, aber das sollen die halten, wie sie wollen. Nur Tatsache ist daran, dass es also 2 menschliche Geschlechter gibt und dass die auch Unterschiede aufweisen, kann die ganze Genderpolitik nichts ändern. Insofern könnte man aufhören, darüber zu reden. Wir sagen, wir schaffen also Gleichberechtigung für Männer und Frauen. Die haben wir weitgehend erreicht. Wir schaffen Diskriminierung ab. Wir bauen Kindergärten, damit die Kinder ordentlich untergebracht werden können. Und jetzt ist mit dem ganzen Gender-Thema Schluss. Aber der Haken ist, was entstünde, wenn man diese beiden Sachen rausnehmen würde aus den Fernsehdiskussionen, eine Riesenlehre, weil zu allen anderen Themen hört man ja nichts. Hört man was zum künftigen Straßenbau, hört man was zum Eisenbahnbau, hört man was, wie man preisgünstigen Wohnraum schafft, wie sich auch mittlere Einkommen noch ihr Häuschen leisten können, hört man was über die Zukunft der Rente, hört man was über Einwanderung, hört man was über der Kriminalität? Nein, 0, nichts. Also alles, wo man etwas tun könnte, wo man aber jemanden auf die Füße treten könnte, wird gezielt ausgespart. Denn an sich sind die Themen Klima und Gender von erhabener Unverbindlichkeit. Allerdings nur so lange, bis die Maßnahmen kommen. Dann werden Sie merken, dass der Benzinpreis steigt. Der Chef von Volkswagen hat jetzt ehrlicherweise gesagt, damit das funktioniert mit der Klimawende, brauchen wir eine CO2-Steuer von mindestens 1 Euro. Auf Deutsch, damit kostet jeder Diesel-Liter, ich habe gerade für 1,55 Liter getankt auf einer überteuerten Autobahnstelle, kostet künftig 2,55. Und das, sagt er, ist das Minimum. Und genau das passiert dann mit den Erdgasheizungen zu Hause und so weiter. Aber es soll alles nichts kosten. Und insoweit bin ich gespannt, wenn Rot-Rot-Grün regiert, muss man sie beim Wort nehmen und dann sollen sie mal zeigen, wie man eine CO2-Steuer einführt und eintreibt und wie die dem Bürger aber nichts kostet. Das ist schon eine objektive Unmöglichkeit. Und darum schwindelt man sich im Augenblick irgendwo herum. Übrigens leider alle Parteien. Ich kenne keine, die da wirklich die Wahrheit sagt, wenn sie sich zu dem Thema äußert. Und das fällt uns auf die Füße und das macht mich auch persönlich ärgerlich. Uns wird nämlich ein Wahlkampf als eine Art Theatershow vorgeführt, ohne wirkliche Inhalte. Und das ist das Problem. Und das macht natürlich auch den Bürger mit der Zeit misstrauisch. Als Finanzsenator wissen Sie doch, wie finanziert wird. Man nimmt mehr Schulden auf und schmeißt die Druckerpresse an und lässt sie noch schneller laufen. Nee, das funktioniert nicht, weil erstens hat ein Finanzsenator keinen Zugriff auf die Druckerpresse und zweitens mit den Schulden, das hat auch irgendwann sein natürliches Ende. Weil Schulden häufen sich an und irgendwann findet man keinen mehr, der einem Geld leiht. Und da kommen noch die lästigen Forderungen und dann auch Rückzahlungen. Das funktioniert im Staatlichen genauso wenig wie im Privaten und die DDR ging letztlich auch an ihren unbezahlbaren Schulden zugrunde. Das sollte man gerade hier in Südthüringen auch nicht vergessen. Also da bin ich vorsichtig, aber ich sage mal so, die Rechnung kommt. Und je solider man künftig wirtschaftet, umso höher wird die zu bezahlende Rechnung sein. Und was tut ein Scholz, der im Prinzip rechnen kann? Er sagt, jetzt wird erstmal ausgegeben und die Rechnungen kommen in die Zigarrenkiste. Und die Zigarrenkiste öffne ich frühestens 3 Jahre nach der Wahl. Und bis dahin tue ich gar nichts. Das ist aber natürlich keine Politik, das ist verantwortungslos. Das kann man nur hoffen, dass das dann, wenn die CDU regiert, vielleicht besser gemacht wird. Herr Sarrazin hat gerade das Stichwort Klimapolitik auch aufgeworfen. Was hat vorhin gefragt, ist die Politik irrational? Da würde ich gerne noch etwas zu sagen. Ich habe den Eindruck, wir haben es in Teilen mit politischen, ich sage mal, Fanatikern zu tun. Der Fanatiker
hat ein Ziel und will dieses Ziel unbedingt erreichen und er schaut nicht nach rechts und links. Er kennt keine Kollateralschäden, er kennt auch keine Folgeschäden, weil ihm das völlig egal ist. Für ihn ist das Entscheidende, dieses Ziel zu erreichen. Wenn man kleine Kinder kennt, hat man manchmal auch so den Eindruck, die kleinen Kinder haben auch nur das Ziel und denen ist auch völlig egal, was da passiert. Hauptsache, ich bekomme das. Hauptsache, das. So, und das ist beim erwachsenen Fanatiker ganz genauso. Und bei den Umweltpolitikern und Klimapolitikern habe ich auch diesen Eindruck. Denen ist völlig egal, ob jetzt im Thüringer Wald mit Windrädern, die eine Narbenhöhe von 247 Metern haben, da die Umwelt zerstört wird. Während in anderen Punkten ist die Umwelt ganz, ganz wichtig. Eine Umgehungsstraße kann man verhindern, wenn es da einen Krötenwanderweg gibt. Aber wenn es darum geht, das Klima zu retten, kann man Wälder roden, kann man Tonnen von Beton in den Boden versenken, kann man auch den roten Milan, der unter Naturschutz steht, schreddern, kann man Menschen quälen, wenn ein derartiges Windrad in unmittelbarer Nähe zu einer Wohnsiedlung ist. Das ist völlig egal. Völlig egal auch, was hier auf dem Land passiert, ob die Leute einen Benzinpreis von 3 Euro oder 4 Euro zahlen müssen, es dient dem Klima. Und einen derartigen politischen Fanatismus halte ich für ausgesprochen gefährlich. Wir hatten wiederholt in unserer Geschichte Fanatiker gehabt, die unsere Gesellschaft an den Rand des Ruins getrieben haben. Und ich habe einfach die Angst, dass wir dieses Land wieder politischen Fanatikern, Klimafanatikern überlassen. Herr Maaßen, kommen wir mal zum Thema Demokratieverständnis in Deutschland 2021. Sie kennen sicher den berühmten Rosa-Luxemburg-Spruch von der Freiheit, die immer die der Andersdenkenden ist. Ich habe das Gefühl, dass immer nur der Demokrat ist, der die führende Meinung vertritt. Und wer eine abweichende Meinung vertritt, der ist Querdenker oder kritisch oder im Zweifelsfalle Rechter. Oder wie sagten Sie vorhin, schäbig? Ja, ich hatte das ja vorhin geschildert, mein Einstellungsgespräch bei der SPD. Da saßen drei Männer mit völlig unterschiedlichen Auffassungen und ich saß da und hatte auch wieder unterschiedliche Auffassungen und dann fand man gut, dass man sich über unterschiedliche Auffassungen und solange einer ernsthaft war und klug argumentierte, war er auch als Diskussionspartner akzeptiert. Und man war auch neugierig, auf was rauskommt. Sobald ich anfange, nicht mehr praktisch nach vorne offen zu sein, sondern sobald ich ein bestimmtes Endergebnis anstrebe, wird es in der Tendenz illiberal und wenn man das konsequent durchführt, auch demokratiefeindlich. Das gilt auf vielen Gebieten. Also letztlich, wenn Schüler in der Schule unterschiedliche Leistungen erbringen, liegt das nicht daran, dass vielleicht der eine ein bisschen fauler ist, liegt auch nicht daran, dass vielleicht die Lehrer das nicht richtig machen. Es muss natürlich daran liegen, dass das System ungerecht ist. So, und so ist das auf vielen anderen Gebieten auch. Und letztlich haben sich viele dahin begeben, dass sie Menschen, die andere Meinungen haben oder auch nur einen anderen Ausblick auf die Welt, deshalb verteufeln, weil sie einen anderen Ausblick auf die Welt selbst haben. Ich habe das ja selbst, ich war ja immer, ich fühlte mich in der Demokratie immer wohl, in der Meinungsfreiheit völlig ungefährdet, Streit habe ich auch gut ausgehalten, musste ich auch immer als Finanzer. Und dann war ich völlig erstaunt, als dann bei meinem Buch Deutschland schafft sich ab, letztlich die Debatte ja nicht über die Fakten ging, die dort standen. Bisher ist keine einzige Zahl widerlegt worden, hat sich auch nie einer bemüht, hat mir auch nie einen logischen Widerspruch, sondern man sagt, ein Mensch, der solche Dinge schreibt, muss die falsche Gesinnung haben. So, und weil er die zu DDR-Zeit nannte man das Klassenstandpunkt. Ja, genau. Das ist der Klassenstandpunkt. Zum Beispiel, wenn Sie in der DDR zu bestimmten Zeiten während der Erntekampagne letztlich
also so geschrieben haben, wie es war, dann haben Sie, das kennen Sie noch vielleicht als also DDR-Journalist, dann hatten Sie den also Klassenstartpunkt verlassen. Das heißt, es gibt eine objektive Wahrheit, die soll aber keiner wissen, und dann gibt es die politischen Wahrheiten und die werden verbreitet. Und das greift leider in allen Parteien um sich. Also weshalb sitzt Herr Maaßen jetzt hier? Gut, ich gebe zu, ja, wahrscheinlich hat er durch seine beamtenmäßigen Einwände den Innenminister und die Kanzlerin immer wieder grottenmäßig geärgert. Da haben wir lange gerätselt, wie sie ihn loswerden können, fanden aber nichts, weil er einfach ein guter Präsident war. Und dann kam Chemnitz und dann sagt er, der Seibel, da gab es menschliche Hetzjachten. Als Regierungssprecher sagte er das im Namen von Angela Merkel, also praktisch sagte es Angela Merkel. Und dann sagte der Präsident Maaßen, es gab keine Hetzjachten. Und da war er weg. So, weil er hat den moralischen, der Klassenstandpunkt der Bundeskanzlerin und des Bundesinnenministers, dass es Hetzjagden geben muss, verraten. Und daraufhin war er im einstweiligen Ruhestand, was für Sie der Vorteil ist, weil Sie haben demnächst einen vorzüglichen Bundestagsabgeordneten. So, ja, aber für ihn war es zweifelsohne erstmal ein Nachteil. Ja, und so läuft das. Und jetzt ist natürlich das Thema, das ist schon bei Platon ist schon beschrieben. Platon ist ein alter Philosoph, mehrere tausend Jahre alt, beschreibt in seiner also Politeia, beschreibt er den also Kreislauf der Systeme von der Aristokratie zur Herrschaft der Reichen, dazu zum einzelnen Diktator, dann kommt die Revolution und dann kommt die Demokratie. Und er beschreibt genau, wie dieser Abstieg erfolgt, weil nämlich, wenn man um die Macht zu sichern, diejenigen um sich herum entfernt, die anderer Meinung sind, hat man ja bald nur noch Ja-Sager um sich herum. Wenn man aber nur Ja-Sager um sich herum hat, die von einem abhängen, kann man keinem mehr vertrauen. Wenn man keinem mehr vertrauen, kann man nicht mehr vernünftig regieren, dann wird das Volk unzufrieden, dann gibt es Revolution, dann ist man weg. Und so hat er das beschrieben. Und das war um das Jahr 500 vor Christus, also vor 2.500 Jahren in Athen. Und im Prinzip ist es so, auch Angela Merkel und der Bundesinnenminister sind ja, ich will jetzt ihren ganzen Präsidentenkollegen, ihren ehemaligen nicht zu nahe treten, nach meinem Eindruck im Wesentlichen von Ja-Sagern umgeben. Und die hören auch die Wahrheit gar nicht mehr, weil die unangenehmen Vermerke werden ja alle rausgefischt, hat man jetzt auch gemerkt bei Afghanistan. Alle wussten, dass das nicht gut geht, nur die Bundeskanzlerin wusste es nicht und der Bundesinnenminister wusste es nicht und der Bundesaußenminister wusste es auch nicht. So sind die Dinge eben, wenn man sich mit Ja-Sagern umgibt. Und deshalb braucht man auch, wenn es funktionieren will, ein System institutionalisierter Kritik. Man braucht Diskussionen, man braucht kritische Beamte in den Ministerien, man braucht kritische Abgeordnete. Und da muss man den Leuten aber auch ihren Raum lassen und kann sie nicht mundtot machen und wenn sie ihm nicht passen, von ihren Ämtern entfernen. Und insofern haben wir eine also schleichende Tendenz, dass wir immer illiberaler werden. Und das Problem ist, dass diese Tendenz in den Medien nicht nur nicht gesehen, sondern teilweise auch noch mit Beifall mitgetragen wird, nach dem Motto, nehmen wir jetzt mal so einen idealen Mittelbürger oder wie auch immer, jedenfalls Leute wie Sarrazin und Maaßen und alles, was rechts von denen ist, ist von übel, das muss schon mal weg. Und wenn wir das geschafft haben, ist die Republik ein besserer Ort. Bloß wohin mit uns? Wir sind immer noch da. So, und das ist jetzt auch wieder ein Problem. Also insoweit drehen sich die Dinge dann auch sehr im Kreis. Und man muss immer wieder seine Stimme erheben. Darum sitze ich jetzt zum Beispiel heute Abend auch hier und muss sagen, das ist nicht in Ordnung und das ist nicht in Ordnung und lasst uns vernünftig miteinander reden und schaut euch mal die Fakten an. So, und die einzige Chance, die eine der rot-rot-grüne Regierung haben wird, Deutschland zu verbessern, ist, dass sie Deutschland unverzüglich durch ihre Fehlentscheidungen an die Fakten heranführt.
Ja, das ist auch eine fragwürdige Aussicht. Aber wenn der Liter Benzin 2,65 Euro kostet, wird sich ja vielleicht doch auch der ein oder andere sozialdemokratisch gewählt habende Arbeitnehmer regen. Herr, wollen Sie noch was dazu sagen, Herr Marsten? Ja, ich merke es doch. Ich würde gerne das, was Herr Sarrazin gesagt hat, auch ergänzen. Es geht in der Tat um das Problem der Ja-Sager. Es geht aber auch auf der anderen Seite aus meiner Sicht auch darum, dass viele heute es einfach nicht mehr ertragen können, wenn man einen anderen Standpunkt vertritt. Sie können es nicht mehr ertragen. Wenn ich mit Klimaaktivisten rede und versuche, ihnen einfach klarzumachen, was es bedeutet, wenn hier im Thüringer Wald Windräder aufgestellt wird. Sie wollen es nicht hören. Wenn ich ihnen versuche, klarzumachen, es ist eigentlich eine Milchmädchenrechnung, was die Energiebilanz angeht. Wie viele, dass der Strom halt nicht aus der Steckdose kommt. Alle reden hier über E-Autos, aber E-Autos an sich haben keinen Strom, sondern der Strom muss über ein Kabel in das E-Auto eingeleitet werden. Er muss irgendwo herkommen. Dann ist man bei erneuerbaren Energien. Und dann, man muss keinen großen mathematischen Verstand haben, um zu sehen, wie die derzeitige Energiebilanz aussieht. Und wenn man dann noch sagt, jetzt wollen wir die ganzen Haushalte, und zwar die Heizungen, die ganze Industrie auch noch auf erneuerbare Energie umstellen, es kann nicht funktionieren. Aber wenn man das versucht, mit diesen Aktivisten zu diskutieren, schreien die. Man merkt schon, sie haben körperliche Qualen, weil sie es nicht aushalten können, dass sie hier eine andere Meinung hören müssen. Ja? Und das führt dazu, dass Menschen mit einer anderen Meinung einfach ausgegrenzt werden, weil man das gar nicht hören will. Weil man auch nicht hören will, zum Beispiel bei der Migrationspolitik, dass es Probleme bei der Integration gibt. Die wollen es einfach nicht hören. Und eine geschickte Möglichkeit, um diese Diskussion zu beenden oder überhaupt eine Diskussion abzuwürgen, ist, dass man es auf die persönliche Ebene bringt. Wenn der das sagt, brauchen wir gar nicht darüber zu reden. Ich meine, in der DDR hat man das ja auch schon gemacht, Kontorevolutionäre. Ne? Oder man bedient sich einer Sprache der Kontorevolutionäre, man bedient sich der Sprache der Rechtspopulisten, man bedient sich der Sprache der Querdenker. Nämlich, wenn die das sagen, dann zählt das nicht mehr, dann braucht man jetzt gar keine Diskussion zu führen. So, und das ist für eine Demokratie unglaublich schädlich, weil das führt, wie Sie auch sagten, dazu, man hört nur noch das, was man eigentlich hören will. Man bestätigt sich, die politische Führung hört nur noch das, was sie eigentlich hören will. Die Medien verstärken das im Grunde genommen. Sie hören auch nur noch das, was sie eigentlich schreiben wollen oder schreiben sollen. Und in der Gesellschaft ist eine tiefe Spaltung der Gläubigen, die glauben das, und derjenigen, die kritisch sind und wahrnehmen, dass sie das gar nicht mehr sagen dürfen, weil wenn sie das sagen, dann werden sie sofort stigmatisiert, markiert als Rechtspopulist, als Querdenker, als ich weiß es nicht, was noch alles. Und das führt letztlich dazu, dass ein in der Demokratie notwendiges Diskussionsklima erdrosselt wird und wir da landen, wo Sie vorhin auch gesagt haben, am Ende der Demokratie, und dann geht der platonische Zirkulus weiter, und dann kommen wir in einem anderen System an, was keiner von uns möchte. Nämlich Platon hat gesagt, nach der Demokratie kommt die Ochlokratie, nämlich die Pöbelsherrschaft, und nach der Ochlokratie kommt die süße Tyrannis. Und ich glaube, wir alle haben ein sehr, sehr großes Interesse, dass unsere Demokratie so lange wie möglich stabil bleibt. Herr Maaßen, ich war vor 2 Wochen zu einer Buchlesung von Monika Maron, das ist eine sehr bekannte ostdeutsche Autorin, und neben mir saß eine ältere Dame, und da war Schluss, und da sagte sie zu mir, vieles erinnert mich an die DDR, und da habe ich sie gefragt, wie sie das meint, sagt sie, ja, da hatten wir die Biermann-Affäre, und alle Leute, die sich irgendwie zu Biermann bekannten oder anderer Meinung waren, sind dann irgendwie ausgewiesen worden oder ausgewandert. Und jetzt gibt es wieder eine Liste von Schriftstellern, Malern, Monika Maron, Uwe Tellkamp, Xaver Naidu, der Leipziger Maler Krause oder, den kennen Sie ganz gut, den Kabarettisten Uwe Steimle, die schon wieder abgedrängt werden. Und stimmt das, dass wir wieder ein Stück DDR zurückhaben, in dem Andersdenkende, kann auch Herr Sarrazin beantworten, ja, verfemt werden? Ich kenne ja Monika Maron,
Sie hatte sich damals, da bei Deutschland schafft sich ab, für das Buch interessiert und auch, wie das dann so war, war bei meinen Veranstaltungen und so weiter. Und jetzt hat sie das, damals war sie noch bei den Guten, beim also Fischer Verlag, war sie jetzt aber Dinge, weil sie, letztlich hat sie, weil sie in ihren letzten Romanen immer wieder Fragen der Meinungsfreiheit zum Thema machte, Unterstützung ihres alten Verlages verloren, der sie 30 Jahre lang betreut hat und mit ihr sehr viel Geld verdient hat. Und das heißt, es ist ja ein bisschen wie in der DDR. Jeder wusste, in der DDR gab es gewisse Dinge nur im Intershop, im Exquisitshop und so weiter, und an anderen Stellen herrschte auch ein Mangel. Aber wer den Mangel mit dem System in zusammenbrachte, der vertrat dann nicht mehr den Klassenstandpunkt. Und so ist es heute, wer den Mangel an Meinungsfreiheit oder die Einengung der Meinungsfreiheit mit der Frage, wie die Medien operieren, wie die Politik verfährt, zusammenbringt, verrät damit den modernen, also fortschrittlichen Klassenstandpunkt, sage ich mal, und ist deshalb draußen. Und so ging es Monika Maron mit ihrem Verlag, so ging es mir mit der SPD. Ich bejammere das gar nicht, ich bin ja gesund und lebe nach wie vor. Aber das sind einfach die Dinge, die es gibt, und man hat in der Demokratie nur eine Möglichkeit. Man muss immer wieder darüber reden, ohne Zorn, aber doch mit einem gewissen Eifer und in großer Klarheit. Und die Debatte muss man auch dann durchstehen, wenn man vielleicht mal vorübergehend in der Minderheit ist. Und nur indem man immer wieder über Missstände redet und die zum Thema macht, kann man ja die also Gutwilligen und Nachdenklichen um sich scharen. Und nur wenn man die Gutwilligen und Nachdenklichen in solchen Fragen um sich schart, kann da irgendwann Veränderung entstehen. Und die entsteht, das wissen Sie ja auch aus der ehemaligen DDR, soweit Sie damals schon mit dabei waren, die entsteht ja oft aus ganz Unvermutetem. Also ich hätte nach der DDR-Kommunalwahl mit dem Wahlfest, und ich dachte, naja, jetzt haben die ein bisschen Wahlen gefälscht, haben es auch übertrieben, wird sich schon wieder beruhigen, war nichts. Es führte dann in einer Kettenreaktion zum Fall der Mauer. Das sah damals keiner voraus. Wenn man mich gefragt hätte, ob die DDR in 30 Jahren noch besteht, hätte ich im Mai 1989 mit voller Überzeugung mit Ja geantwortet. Insofern gilt auch immer, nicht aufgeben. Unvermutet kann sich immer etwas ändern, was man nicht erwartet hat. Und für diesen Zeitpunkt muss man vorbereitet sein, und da muss man auch hinargumentieren. Herr Sarrazin, haben Sie noch Freunde in der SPD? Ja, ich habe, wenn man also 45 Jahre lang in einer Partei war, hat man viele Bekannte, viele Parteifreunde, die nicht immer Freunde sind, aber ich habe unter den Ministern, für die ich gearbeitet habe, unter den Beamten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, unter den Abgeordneten, mit denen ich zu tun hatte, nach wie vor viele Leute, denen ich und die mir freundschaftlich verbunden sind. Herr Maaßen, es ist ja so, wenn einer kühn sein Wort erhebt, um die Missstände zu kritisieren, dann war das in der DDR so, dass er natürlich erhebliche Nachteile erleiden musste, auch berufliche. Ist das heute nicht anders? Ich habe den Vorteil oder vielleicht auch den Nachteil, dass ich die DDR nicht erlebt habe. Wie Sie alle wissen, ich komme aus Westdeutschland, bin da sozialisiert worden, habe mich aber immer auch mit der DDR beschäftigt. Und mein Eindruck war als Westdeutscher, man wusste von der DDR weniger, als die DDR-Bürger von Westdeutschland wussten. Ich glaube, das ist heute immer noch so, dass die im Westen... Naja, wir hatten Westfernsehen. Ja, was ich aber wahrnehme ist, dass die Menschen hier im Osten Deutschlands aufgrund ihrer DDR-Erfahrung wesentlich sensibler sind,
was Einschränkung von Meinungsfreiheit angeht, was strukturelle Veränderungen im Staat angeht, was auch eine, ich würde mal sagen, eine einseitige Medienberichterstattung angeht. Es vergeht eigentlich keine Diskussion mit Bürgern hier im Wahlkreis, wo ich nicht darauf angesprochen werde. Und ich erinnere noch, einer sagte mir, Herr Maaßen, Unterschied zu Ihnen, Sie kommen aus Westdeutschland, ich komme aus der Zukunft. Ich kenne das alles schon, bis 89. So, und dann sind wir darüber zu sprechen gekommen, wie es 1989 war, also vor der Wende war. Und dass sich die Menschen einfach Sorgen machten, dass wir hier ein Klima haben, wo man sich nicht mehr traut, etwas zu sagen. Wo er mir dann sagte am Stand, Herr Maaßen, damals haben wir darüber gesprochen, Dynamo Dresden gegen Hansa Rostock. Und wir haben über einen Urlaub gesprochen, aber wenn es um das Politische ging, da habe ich immer genau überlegt, kann ich mit dem darüber reden oder kann ich nicht mit dem darüber reden. Und da sagten die mir auch, ja, früher konnte man im Grunde genommen über vieles Witze machen, man war nicht sofort weggeschlossen worden. Heute, sagt er mir, habe ich den Eindruck, selbst das wird übel genommen und man kann ausgegrenzt werden. Ich weiß nicht, ob man also die Zeit heute mit der von damals vergleichen kann, aber was ich wahrnehme, ist jedenfalls eine schleichende Entwicklung, über die wir vorhin schon gesprochen haben, Einschränkung von Meinungsfreiheit, Ausgrenzung auch von Personen, die gegen den Strom schwimmen, die eine andere politische Auffassung haben. Und das ist für eine Demokratie Gift. Und das ist für eine Demokratie Gift, weil eine Demokratie aus der Diskussion, aus unterschiedlichen Positionen besteht. Und es nicht sein kann, dass Menschen ausgeschlossen werden, weil sie eine andere Auffassung vertreten. Und mein Eindruck ist, dass gerade hier die Menschen im Osten ein wesentlich feineres Sensorium haben und die im Westen in Teilen den Schuss noch nicht gehört haben. Herr Sarrazin, im vorigen Jahr gab es ja in Thüringen eine legendäre Wahl, nämlich die von Thomas Kemmerich, Klammer auf, FDP, Klammer zu. Wie bewerten Sie die und darf gesagt werden, dass eine Wahl rückgängig zu machen ist, Klammer auf, Kanzlerin Merkel, wenn die Falschen mitgestimmt haben? Ja, diese Wahl zu bewerten außerhalb von Thüringen ist sehr schwer. Wenn dich die Thüringer Politik in eine Lage gebracht hat, und das können ja nur die Thüringer selber regeln, dass sie durch einseitige politische Aussagen über also Koalitionen halt eben keine mehrheitsfähige Regierung zustande bringen, dann war das ein Problem der Thüringer. Und letztlich hätte man es auch bei den Thüringern belassen sollen, dass eine Bundeskanzlerin neben dem also superdemokratischen der Ministerpräsidenten von Südafrika sitzend aus Südafrika unzuständigerweise in ein deutsches Bundesland hineinregiert, das hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Und das war beispiellos. Und der Umstand, dass daraufhin sofort alle loseilten, der Vorsitzende Lindner zu Kemmerich, um den zu bestürmen, und die damalige der Parteivorsitzende zu ihren Leuten, um jetzt die zu bestürmen, die Kram-Karrenbauer, alles nur zur Umsetzung des Willens einer völlig unzuständigen Person namens Angela Merkel, das hat durch faktisches Handeln die Demokratie außer Kraft gesetzt. Wie hat es denn funktioniert? Ich will jetzt keine falschen Vergleiche ziehen, aber wie hat es denn funktioniert zu Beginn der Nazi-Herrschaft? Genauso, indem die Nazis oder auch schon im Vorfeld ging das los mit dem sogenannten der Preußenschlag und der verfassungswidrigen Absetzung der also preußischen Staatsregierung durch das Reich. Da begannen die Verfahren, wo man letztlich an den zuständigen Organen vorbei die Dinge anders geregelt hat. Es war dann so in der Gerichtsbarkeit, jemand wurde freigesprochen,
Draußen stand die geheime Staatspolizei und nahm ihn mit ab ins KZ. So ist es dann auch, wenn man mal anfängt, Zuständigkeiten und Regeln zu missachten. Das ist das Problem, was Sie ja auch anfangs sagten, Herr Maaßen. Ich bin ja auch kein Jurist und manchmal bin ich auch ungeduldig. Ich denke, dieser ganze Quatsch, das könnte man jetzt kürzer lösen. Aber man kann es tatsächlich nicht kürzer lösen. Bestimmungen, die es gibt, muss man einhalten. Nicht pedantisch, aber ihrem Sinngehalt nach Benibel. Und wenn sie nichts taugen, muss man sie ändern. Dafür gibt es übrigens Parlamente, dass sie Bestimmungen, die nichts taugen, ändern und durch bessere Bestimmungen ersetzen. Und wenn man letztlich das nicht tut, dann ist das Problem. Ich meine, der klassische Fall war ja, ich will jetzt nicht wieder anfangen mit dem Thema Migration, aber was natürlich geschah, schlug allen Bestimmungen ins Gesicht. Genau wie einige Jahre vorher bei der sogenannten Euro-Rettung. Ich rede nicht darüber, ob die Euro-Rettung wahr oder falsch ist. Ich rede nur darüber, dass der Maastricht-Vertrag, an dessen Entstehung ich aus dem Bundesfinanzministerium in der Frühphase auch noch mitbeteiligt war, dass der Maastricht-Vertrag natürlich ganz eindeutig regelte, dass man Staaten, die jetzt Verschuldungsprobleme haben, nicht helfen darf in der Währungsunion, die müssen es selber regeln, und dass die EZB letztlich auch nicht mit eigenen Mitteln in die Märkte eingreifen darf. So, das waren die beiden Bedingungen, und beide Bedingungen wurden in einer Nacht, im Sonntag zum 10. Mai, um den 10. Mai 2010, in Anwesenheit der Bundeskanzlerin praktisch außer Kraft gesetzt. Das war der Grund, weshalb dann Bundesbankpräsident Weber einige Zeit später die Bundesbank verließ. Das wollte er nicht mitmachen. Das war ein eindeutiger Rechtsbruch. Dieser Rechtsbruch ist mittlerweile dadurch geheilt, dass in alle, leider auch das Bundesverfassungsgericht, nachträglich, wenn auch mit Bauchschmerzen, mehr oder weniger sanktioniert haben. Es bleibt aber trotzdem ein Rechtsbruch. Und darum, genau wie die Öffnung der Grenzen, die willkürliche Anfang September 2005. Und wenn die Gesellschaft gegenüber solchen Rechtsbrüchen immer unempfindlicher wird, dann wird es eines Tages soweit sein, dass man hinter ihrem Garten der Windrad baut, obwohl die Baugenehmigung noch gar nicht erteilt ist, im Wege sogenannten vorläufigen Vollzugs. So geht der Weg dann weiter auf andere Gebiete. So, und dann ist in der Tat der Rechtsstaat gefährdet. Ich bin jetzt für Deutschland kein Pessimist, ich glaube, dass wir das alles regeln werden. Aber wenn man einen Staat langfristig in die Zukunft leiten will, muss man ganz sensibel sein auf die Kleinigkeiten und muss ihnen bereits wehren. Und das sind mehr als Kleinigkeiten, was hier schiefläuft. Herr Maaßen, ganz kurz doch noch mal das Thema Migration. Der Durchschnittslohn pro Stunde liegt in Afghanistan bei 0,42 Euro, in Ghana bei 0,31 Euro und in Kenia bei 0,18 Euro. Wenn Sie in Kenia geboren wären, würden Sie nicht auch noch Deutschland wollen? Ja. Es ist natürlich nachvollziehbar, dass, ich fange mal so an, in großen Teilen der Welt sind die Lebensverhältnisse wesentlich schlechter als in Deutschland. Und es ist ohne weiteres nachvollziehbar, dass die Menschen, die Kenntnis haben von unseren Lebensverhältnissen, sich sagen, ich verlasse jetzt meine Lehmhütten und meine Favelas und meine Blechbaracken und ziehe nach Europa, weil ich da vielleicht wesentlich bessere Lebenschancen habe als zu Hause. Und diese Menschen sagen sich auch, ich habe auch nur ein Leben, warum soll ich mein Leben in der Lehmhütte verbringen? Das kann ich alles nachvollziehen. Und ich glaube, es ist auch unser Interesse, diesen Menschen zu helfen. Nicht umsonst haben wir schon seit den 60er Jahren ein Entwicklungshilfeministerium, um diesen Menschen auch
zu helfen, dass sie aus ihren bescheidenen oder schlechten Lebensverhältnissen sich selber befreien und herauskommen. Aber die Lösung kann grundsätzlich nicht sein, dass diese Menschen alle zu uns kommen. Und deswegen haben wir ein Ausländerrecht. Und das Ausländerrecht ist von der Natur aus Polizei- und Ordnungsrecht und dient damit auch dem Schutz der Deutschen und der Menschen, die rechtmäßig in Deutschland leben. Es ist kein Sozialrecht, es ist auch kein Integrationsrecht, es ist Polizei- und Ordnungsrecht. Deswegen wird die Bundespolizei auch an der Grenze aufgrund des Ausländerrechts eingesetzt. Die Bundespolizei hat den Auftrag, all die Menschen von Deutschland eigentlich abzuhalten, nach Deutschland einzureisen, die nicht rechtmäßig kommen, die also keinen Rechtsgrund haben. Dazu gehören auch die Menschen, die jedenfalls nur aus wirtschaftlichen, vielleicht nachvollziehbaren, aber nicht rechtlich akzeptablen Gründen zu uns kommen wollen. Ja, es ist immer interessant. Ich habe ja leider gelernt in meiner Zeit als Finanzer, die meisten Menschen können nicht mit Zahlen umgehen. Ja, für viele Leute, mit denen ich sprach, die konnten gar nicht unterscheiden zwischen einem Gehalt von 10.000 Euro, der war für sie reich, und einem Gehalt von 100, einem Monatseinkommen von 100 Millionen Euro, der war für sie auch reich. Und insofern scheitert die Debatte über Migration immer am schieren Zahlenverständnis. Ich mache jetzt aber doch einen Versuch. Deutschland hat im Jahr 800.000 Geburten. Von diesen Geburten sind noch etwa 500.000 Deutsche. Der Rest sind Geburten mit also Migrationshintergrund. Das heißt, Deutschland wird auch schon auf diese Art. Und jedes Jahr sterben 900.000, das sind noch überwiegend Deutsche. Deutschland wird also jedes Jahr ein bisschen weniger deutsch. Kann man gut oder schlecht finden, ist eine Tatsache. Und jetzt, was kommt jetzt von außen? 600.000 Geburten in Deutschland, 5 Millionen Geburten in Europa. In Afrika alleine ist der jährliche Geburtenüberschuss 38 Millionen. Das heißt, jedes Jahr werden in Afrika 38 Millionen mehr Menschen geboren als sterben. Das Durchschnittsalter liegt bei 17 bis 18 Jahren in den armen afrikanischen Ländern. Und jetzt stellen Sie sich vor, wenn von diesem Geburtenüberschuss, ist ja ein Riesenproblem für diese Systeme, wenn von diesem Geburtenüberschuss jetzt nur 20% dann nach Deutschland kommen, nach Europa kommen, dann sind das jedes Jahr 8 Millionen. Und ist das Problem ist aber dasselbe, ob es jetzt 500.000 sind, ob es 1 Million, 8 Millionen sind, es geht überhaupt nicht. Wir müssen politisch entscheiden, was wir meinen, dass wir uns leisten können an Einwanderung pro Jahr. Die CSU hat mal irgendwann gesagt 100.000. Ich finde das persönlich auch jetzt eine willkürliche Zahl. Aber jedenfalls, es kann nicht uferlos sein. Wir müssen natürlich es auch irgendwo auswählen. Und diese Welle, das wächst ja an. Und Afrika, ganz Afrika, hatte zur Zeit, als die also Kolonialmächte kamen, 50 Millionen Einwohner, Afrika südlich der Sahara. Unter der Gewaltherrschaft der Kolonialmächte hat sich die afrikanische Bevölkerung bis zur Unabhängigkeit dieser Länder verfünffacht. Um das Jahr 1960 rum waren es in Afrika 250 Millionen. Mittlerweile haben wir in Afrika 1,4 Milliarden. Und nach den Berechnungen der UNO sollen in den nächsten 60 Jahren 2,8 bis der 3,5 Milliarden aufwachsen. Nun ist es ja so, und da muss man sich ein Stück ehrlich machen, jedes Land auf der Welt kann genauso reich sein wie zum Beispiel Schweden. Schweden ist ein armes Land, in einer unwirtlichen Gegend, lange Winter, schlechte Böden. Aber die Schweden haben es irgendwie hingekriegt und wurden zu einem reichsten Länder der Welt, weil sie eine gute Ausbildung hatten, weil sie eine gute Verwaltung hatten und weil sie hart gearbeitet haben. So, und jedes Land auf der Welt hat im Prinzip die eigenen personellen Ressourcen, um genauso reich zu sein wie Schweden.
Und alle Maßnahmen, die man dazu treffen kann, kann man nur in diesem Land selbst treffen. Da kann mal ein deutscher Berater kommen und sagen, ja, ich würde das jetzt so und so machen. Wenn die das aber nicht tun, hilft das auch nichts. Insofern auch Herr Maaßen, die ganze Entwicklungshilfe muss sein, aber man muss wissen, dass sie nicht hilft. Man muss sie tun aus moralischen Gründen, aber man muss sie wissen, dass sie löst nichts am Problem, weil alle Länder der Welt, die es geschafft haben, da gibt ja viele, Japan, Taiwan, Korea, China, ganz Südostasien hat es geschafft, Singapur, die haben es geschafft aus eigener Kraft. Im Jahr 1960 war also Singapur als ehemalige britische Kolonie pro Kopf ärmer als Ghana. Es hatte nämlich keine Bodenschätze. Ghana hatte dann viele Bodenschätze, fruchtbare Böden. Heute liegt das Sozialprodukt in der Singapur bei 80.000 Dollar pro Kopf, ist das höchste Sozialprodukt der Welt. Und das in Ghana liegt bei 3.000 Dollar pro Kopf. Es ist immer noch ein relativ wohlhabendes Land, in anderen Ländern liegt es bei 500. Aber einzig aus Gründen, die in diesen Ländern selber liegen. Das haben wir jetzt ja auch gesehen in Afghanistan. Muss ich ja mal vorstellen, dieser Wahnsinn, wir haben, also letztlich haben die Amerikaner dort 1 Billion gelassen. Wir haben dort 20 Milliarden gelassen. Der afghanische Landeshaushalt bestand zu 40% aus der Entwicklungshilfe. Und die Bevölkerung von Ghana hat sich während der also 20 Jahre Besetzung durch die NATO verdoppelt. Und dann brach alles von einem Tag auf den anderen zusammen. Was folgt für mich daraus? Für mich folgt daraus letztlich, dass man sich aus fremden Verhältnissen heraushalten sollte. Wir haben genügend zu tun, um unsere Verhältnisse in der Europa vernünftig zu ordnen, um unser Verhältnis zu Russland in Ordnung zu bringen, um zu den Amerikanern ein vernünftiges Verhältnis zu haben, mit den Chinesen und mit dem Rest der Welt Handel treiben. Damit haben wir genügend zu tun. Und wenn die übrige Welt, wenn Teile der Welt sich nicht entwickeln und in Not geraten, kann man ihnen, wenn Rat gefragt ist, raten, aber sie können es nur selber tun und insofern muss man auch den Mut haben, sie sich selbst zu überlassen. Und es ist Aufgabe der deutschen und europäischen Politik, sich von den negativen Folgen dessen, was andere Länder bei sich nicht zustande kriegen, auch zu schützen. Das ist unser Recht, denn wir verdanken ja unseren Wohlstand nicht der Ausbeutung Afrikas. Wir verdanken unseren Wohlstand der eigenen Arbeit und der eigenen Erfindungskraft. Und genauso sollten die afrikanischen Länder auch ihren Wohlstand sich erarbeiten. Meine Damen und Herren, wir biegen langsam, ganz langsam in die Endrunde. Und jetzt sind Sie dran. Also wer eine Frage hat, wir sind ja hier in familiärer Atmosphäre, keine Schüchternheit. Hier vorne steht ein Mikrofon, nach vorne kommen, die Frage stellen und vielleicht sagen, ob die Frage an Herrn Maaßen oder an Herrn Sarrazin geht und schon wird sie beantwortet. Wollen Sie nach vorne kommen? Jugend voran. Das Mikrofon hier? Ja. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Wir sind gerade eben aus Bayern angereist, aus München für die Veranstaltung. Meine Frage wäre zur europäischen Außenpolitik, Herr Sarrazin und Herr Maaßen. Wir haben ja die allseits bekannte Agentur oder Aufgabe, die Frontex übernimmt, die europäischen Außengrenzen zu schützen. Und jetzt wird gesagt, und das kommt nicht nur vom konservativen Spektrum, sondern auch teilweise links der Mitte, die Grenzen in Europa sollen offen bleiben, aber dafür sollen wir die europäischen EU-Außengrenzen schützen. Wie bewerten Sie diese Aussage und ist Europa imstande, dies auch zu tun? Wir haben immer noch derzeit die Regelung, dass für die Außengrenzen jeder Staat selbst zuständig ist. Es gibt keine europäische Außengrenzpolizei. Was wir mit Frontex haben, das ist eine Unterstützungseinrichtung, eine europäische Unterstützungseinrichtung mit Sitz in Warschau, die die Griechen, die Italiener, all die Staaten, die Außengrenzen haben und die Probleme bei der Außengrenzsicherung haben, unterstützen.
Was wir in den letzten vielen Jahren festgestellt haben, ist, dass das Außengrenzregime versagt hat. Es war ein Versagen aus meiner Sicht der europäischen Außengrenzstaaten, die ihren Job nicht gemacht haben. Es war in Teilen auch ein Versagen von Brüssel aus meiner Sicht, weil nicht die notwendige Unterstützung geleistet wurde. Andernfalls hätten wir das Desaster 2015 und bis heute so nicht gehabt. Ich kann mich noch selbst erinnern, als ich junger Referent war, ging es um das Inkraftsetzen von Schengen. Es war um 1997 herum. Ich war damals für Ausländerrecht zuständig. Da bin ich nach Italien gereist, um zu sehen, ob Italien den Job machte. Es ging darum, ob das Schengener Abkommen, das heißt die Binnengrenzkontrollfreiheit, gegenüber Italien eingeführt wird. Da habe ich mir angeschaut, wie eben Außengrenzkontrollen in Italien aussahen. Da war ich in den Häfen von Bari und Brindisi und habe angeschaut, wie die Guardia di Finanza bzw. die Grenzpolizei Kontrollen machte. Da hatte ich meine Kontrollliste gehabt. Da habe ich gefragt, habt ihr hier Doku-Testgeräte? Da guckte der eine den anderen an. Doku-Testgeräte sind die Geräte, wo man dann einen Pass drauflegt, um festzustellen, ob der gefälscht ist. Guckte der eine den anderen an. Ja. Ging er weg. Und dann kam er mit einem Kasten wieder, ein Karton, noch in Folie, nicht ausgepackt. Haben wir, hat er mir gezeigt. So, da war mir klar gewesen, dass wir einen Unterschied haben zwischen der Bundespolizei und der Guardia Finanza bzw. dem italienischen Grenzregime. Aber gleichwohl ist dann Schengen in Kraft gesetzt worden, in Kenntnis dessen, muss man sagen. Das war eine politische Entscheidung damals gewesen. Man hat gesehen, dass die Italiener es etwas anders machen, um es wohlwollend zu formulieren als wir. Man hatte dann auch gesehen, dass die Griechen es anders machen als wir. Aber es war damals der politische Wille, Augen zu und durch. Die Schengen wird in Kraft gesetzt und die Italiener und Griechen machen die Grenzkontrollen, obwohl nach meiner Überzeugung damals schon absehbar war, dass es nicht der Standard ist. Was wir 2015 dann erlebt haben, war das reine Durchwinken gewesen. Griechenland hat aus meiner Sicht nichts gemacht, im Gegenteil, die haben einfach nur durchgewunken. Die haben auch kein vernünftiges Asylsystem aufgebaut, was zur Folge hatte, dass aus deutscher und europäischer Sicht gesagt wurde, weil kein vernünftiges Asylsystem in Griechenland ist, können wir auch nicht nach Griechenland zurücküberstellen im Rahmen des Dublin-Abkommens, weil unzumutbar. Aber man hat sich nicht dafür eingesetzt auf europäischer Ebene, dass Griechenland seinen europäischen Verantwortungen nachkam. Und die Folge war, wir haben hier ein nicht funktionierendes Außengrenzregime gehabt, mit der Folge, dass ein massenhafter Zustrom nach Mitteleuropa stattfand, insbesondere nach oder vor allem nach Deutschland. Wir hatten im Gegenzug komplett auf die Binnengrenzkontrollen verzichtet, was wir nicht hätten machen müssen und brauchen. Wir hätten an den Binnengrenzen zu Österreich und zu den anderen EU-Staaten Grenzkontrollen mit Zurückweisungen durchführen können. Und das Ergebnis dieses Versagens an den Außengrenzen und die Nichteinführung von Binnengrenzkontrollen ist bekannt, dass wir jedenfalls sehr, sehr viele Migranten seit 2015 ins Land geholt haben. Wenn Sie noch gestatten, eine zusätzliche Frage dazu. Nach mehreren Reisen jetzt in Italien konnte ich jetzt beobachten, dass langsam, aber stetig der politische Wille, den Grenzschutz zu verbessern, auf jeden Fall da ist. Man sieht es in Umfragen. Salvinis Lega ist unter anderem teilweise stärkste Partei in den Umfragen. Glauben Sie, dass sich da im Mittelmeerraum etwas tut, auf politischer Ebene? Auch da ist es so, es kommt immer darauf an, wer regiert. Und die sozialistische Regierung oder die Linksregierung in Italien hatte nach meinem Empfinden jedenfalls wenig Interesse, die Außengrenzen wirksam zu schützen. Vielen Dank. Wollen Sie noch was sagen, Herr Sarrazin? Okay, nächste Frage. Pistner, Erfurt. Herr Sarrazin und Herr Maaßen, wie erreichen wir wieder mit Argumenten die Menschen, die keine kritische Zeitung lesen und ausschließlich ARD und ZDF hören und sehen? Wie kommen wir wieder da auf eine faktische Basis im Gespräch?
Herr Maaßen lächelt. Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt ja die neuen Medien, also über das Internet kann man einiges erreichen. Leider ist im Internet auch vieles aus der Hand geraten, Facebook, Twitter. Ich persönlich mache über diese Medien gar nichts, weil ich ihnen auch misstraue und weil dort auch viel Unfug geschieht. Letztlich, wie haben sich Nachrichten verbreitet in der ehemaligen DDR? Auch nicht über die aktuelle Kamera, sondern man hat gesprochen, man hat sich erzählt und am Ende haben Nachrichten auch einen Weg zu gehen. Und entscheidend ist, wie sich Nachrichten verbreiten, ist das Gespräch unter Menschen. Wenn alle Menschen in Deutschland, die unzufrieden sind, den Mund aufmachen, dazu müssen sie nicht auf als Querdenker-Demonstrationen gehen, sie müssen einfach nur mit ihren Nachbarn reden. Wenn alle Menschen, die unzufrieden sind, den Mund aufmachen und sich darüber in ihrem sozialen Umfeld, an ihrem Arbeitsplatz, unter ihren Freunden und Bekannten austauschen, dann gibt es schon eine ganz gewaltige Gegenwelle. Und wenn das dann dazu führt, dass die Einschaltquoten bei heute Journal und bei der Tagesschau siegten, weil denen das zu langweilig wird, sich den Gendersprech anzuhören, dann ist das ja auch etwas. Und da muss man den also Wettbewerb fördern. Es gibt jetzt Bildfernsehen. Bild ist jetzt auch nicht die intellektuelle Zeitschrift, aber es ist doch immer mal eine Alternative. Es gibt alternative Medien, es gibt die Achse des Guten, es gibt Tichys Einblick, für die kann man ja auch werben, für solche Medien, die auch völlig seriös sind. Sag mal, schaut doch mal da rein. So, und man muss natürlich auch gucken, man muss nicht jede Radikalisierung mitmachen. Das ist immer die Gefahr, auch von sogenannter Systemkritik, dass sie dazu neigt, maßlos zu werden und sich zu radikalisieren. Und davor müssen wir uns alle täglich schützen, denn man muss im Gespräch bleiben mit der Mitte der Gesellschaft, denn dort werden die Dinge entschieden. Ich selbst bin, anders als Herr Sarrazin, bei Twitter aktiv. Ich schätze sehr die sozialen Medien, allerdings muss man auch da versuchen, Maß zu halten. Man darf sich nicht zu schnell verleiten lassen, zu reagieren oder zu agieren, lieber eine Nacht drüber schlafen. Aber es ist halt eine Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren und deutlich zu machen, vielen Menschen deutlich zu machen, ihr seid einfach nicht alleine mit eurer Auffassung. Und das ist, glaube ich, auch wichtig und das ist das, was auch gerade Sie angesprochen hatten, man muss mit den Nachbarn reden, man muss mit den Menschen reden, man darf sich nicht den Mund verbieten lassen. Weil wenn man den Eindruck hat, die Meinungsfreiheit ist eingeschränkt, muss man sich auch sagen, Meinungsfreiheit kann auch nur dann eingeschränkt werden, wenn man sich das gefallen lässt. Das darf man sich nicht gefallen lassen. Man muss sich auch immer wieder darüber im Klaren sein, man ist nicht der Geisterfahrer auf der Autobahn, sondern man fährt in die richtige Richtung und alle anderen fahren in die richtige Richtung. Nur einige, und zwar diejenigen, die einem vielleicht den Mund verbieten wollen, sind die Geisterfahrer. Und was aus meiner Sicht auch ganz wichtig ist, was ist für mich ein Herzensanliegen, ist eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich bin der Auffassung, wir brauchen in einer Demokratie durchaus einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber nicht so, wie er jetzt ist. Und vorhin haben wir darüber geredet, wie gefährlich es ist, wenn Regeln überschritten werden. Es fängt klein an, es wird die eine Regel überschritten, man guckt weg, dann wird wieder eine Regelung überschritten, dann wird noch ein Rechtsbruch gemacht und da ein Rechtsbruch. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nehme ich wahr, dass er den Auftrag hat, ausgewogen und ehrlich mit voller Wahrhaftigkeit zu berichten. Und das tut er nicht. Und das ist, glaube ich, unbestritten so. Und wenn von den ARD-Volontären 92% von sich erklären, sie sind Anhänger von Grün,
von der Partei Die Linke und dann erst von der SPD 92%, dann haben wir ein Problem. Und das kann man nicht unter den Teppich kehren und das muss eine öffentliche Diskussion auslösen. Es muss auch eine öffentliche Diskussion auslösen, wenn in der ARD ein Gendersprech eingeführt wird, der Tagesschau, ohne dass es eine Rechtsgrundlage gibt. Ja? Es kann nicht sein, dass einfach ein Redakteur auf die Idee kommt, das machen wir so. Er hat keine Rechtsgrundlage dafür. So, und ich habe den Eindruck, man hat sich da sukzessive über Regelungen hinweggesetzt. Ich habe den Eindruck, man hat sich da ein Biotop geschaffen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk für einzelne Redakteure, die meinen, das ist jetzt ihr Reich und hier können sie sich mit ihrer persönlichen Auffassung von Politik verwirklichen. Nur, das hat nichts mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk, nicht mit Rundfunkstaatsvertrag und auch nicht mit Demokratie zu tun. Niemand die Frage wegnehmen, würde ich eine Nachfrage stellen. In der Demokratie, so wie wir sie erleben, wird ja die politische Willensbildung durch die Parteien geformt und durchgeführt. Würden Sie, Herr Sarrazin, und würden Sie, Herr Maaßen, den jungen Menschen hier im Saal oder auch den Älteren, so wie mir, bei mir ist es allerdings schon vorbei, ist schon geschehen, raten, in die SPD oder in die CDU oder in eine andere Partei einzutreten? Das ist eine gute Frage. Also das muss jedem selbst überlassen werden. Wenn ich nochmal 28 Jahre alt wäre, ein unerfüllbarer Traum, würde ich sicherlich nicht mehr in die SPD eintreten. Das kann ich für mich sagen. Ob und in welche Partei ich dann eintreten würde, das weiß ich nicht. Man kann in einer Partei für die Demokratie wirken, aber an sich ist eine Partei ja keine sehr heilige Angelegenheit. In einer Partei werden niemals wirklich gründliche Diskussionen geführt, die werden außerhalb der Parteien geführt. Eine Partei ist auch eine Einrichtung zur Verteilung von also Karrierechancen, muss man auch so sehen. Parteien sind da notwendig, aber man darf sie auch nicht heilig sprechen. Und vor allen Dingen ist ein Punkt ganz wichtig, wenn wir Volksparteien haben, die gleichermaßen demokratisch sind und sich auch gegenseitig ablösen können, wenn die eine mal ein bisschen müde wird in der Macht, dann müssen die programmatisch auch eine weite Übereinstimmung haben, weil sonst kann das Land nicht kontinuierlich geführt werden. Das heißt, die CDU brauchte ihre Nationalkonservativen wie einstmals Kanter oder Dregger und sie brauchte am anderen Ende die Umverteiler, also Herz Jesu Christdemokraten wie Norbert Blüm, und in der Mitte brauchte sie ein paar Menschen, die einfach realistische Politik machen, und das zusammen machte die ganze CDU aus. Und die SPD brauchte alles von Helmut Schmidt bis Erhard Eppler am linken Ende. Das gehörte auch mit dazu. Und wenn diese Breite in den Volksparteien nicht mehr abgedeckt wird, dann hören diese auf, ihre der Funktion zu erfüllen. Und das ist ja im Augenblick der SPD so, auch wenn sie gegenwärtig ein kleines Zwischenhoch hat. Und das geht auch der CDU, CSU so. Und das ist eine ungesunde Entwicklung. Und darum müssen die Parteien auch die Stärke haben, innerparteiliche Demokratie auszuhalten. Wir hatten das irgendwann gesagt, ob das jetzt Sarah Wagenknecht ist, bei der Linkspartei, die muss auch also kritisch in Einwanderungsfragen ist, ob das jetzt also Boris Palmer ist, ob Sie das sind. In Maaßen lese ich ja auch jeden zweiten Tag von Ihrem drohenden Parteiausschluss. Oder jetzt mein Fall war, den ich gar nicht weiter bemitleide. Es ist einfach ein Zeichen, dass in den großen Parteien das Verständnis für den Sinn und den Zweck innerparteilicher Demokratie offenbar auf dem Rückzug ist. Und das ist gefährlich. Würden Sie nochmal in die CDU eintreten, Herr Maaßen? Auf jeden Fall.
Ich glaube, wir haben ein Problem in unserer Demokratie, das man vielleicht auch so beschreiben kann. Wir haben zu viele Berufspolitiker und zu wenig Amateurpolitiker oder Leute, die sich in der Partei engagieren. Dabei denke ich nicht an die Kommunalpolitiker, sondern ich denke insgesamt an die Parteien. Zur SPD kann ich wenig sagen, aber ich kenne etwas jetzt die CDU. In den letzten Jahren sind Zehntausende aus der Partei ausgetreten und wenige Leute eingetreten. Was wir brauchen, ist, dass die Menschen begreifen, Demokratie besteht nicht nur darin, einmal in 4 Jahren zur Wahl zu gehen, Steuern zu zahlen, die Kinder gut zu erziehen, sondern man muss sich auch selber einbringen. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass es Berufspolitiker gibt, die für einen die Arbeit in Berlin oder in Erfurt machen, sondern man muss sich gegebenenfalls selber einbringen. Und das sehe ich derzeit auch als meinen Auftrag an. Ich will das Land nicht einer Frau Baerbock oder einem Kevin Kühnert überlassen. Ja. Nächste Frage, Herr Heim. Ja, Michael Heim, mein Name. Ich habe eine Frage und die bezieht sich auf das Gesagte von Frau Hina Sarrazin. Sie haben die demografische Entwicklung gegenübergestellt, Europa, Afrika. Und Sie haben ja auch in Ihrem Buch, seinerzeit Deutschland schafft sich ab, sehr gut analysiert und beschrieben, was auch wir in Deutschland zurzeit schon für Verhältnisse haben, welche Milieus, welche gesellschaftlichen Subkulturen sich gebildet haben. Da ist die Landschaft in Deutschland ja auch sehr unterschiedlich. Da denke ich immer noch, da leben wir hier in den neuen Ländern auf der Insel der Glückseligkeit, was die Belastungen angeht. Meine Frage geht dahin, es gibt die These, dass es bei 20% Anteil an Ausländern. Und da muss man aber auch differenzieren, wenn der Kulturkreis, aus dem Sie kommen, nicht unserer ist, aber wenn der Anteil 20% erreicht, man dann über Parlamente, die man ja anstrebt, und wir erleben das längst, dass in Kommunalparlamenten und auch selbst bis im Bundestag ein ganzer Anteil von Leuten sitzen, die Migrationshintergrund haben, aber dass dann politische Verhältnisse anfangen, instabil zu werden. Unsere moderne Demokratie, wir sagen, es ist die beste Gesellschaftsform, aber es ist auch eine sehr anfällige. Und teilen Sie die These, dass es schon zu beachten gilt, dass man, sagen wir mal, einen bestimmten Prozentsatz einer Gesellschaft vielleicht nicht zumuten darf. Es gab mal in dem Buch von Wolfgang Schäuble und der Zukunft zugewandt, hat er mal gesagt, man darf eine Gesellschaft, was die Zuwanderung anbetrifft, nicht überfordern, weil sie sonst nicht mitgeht. Das ist lange her, aber wir sind ja inzwischen längst in einer Dimension, die weit ab von dem ist, was Schäuble damals noch zu betrachten hatte. Wie sehen Sie das? Kann Deutschland mit dem umgehen, was möglicherweise auf uns zukommt, ohne die politischen Verhältnisse nicht ins Wanken geraten zu lassen? Denn, und da möchte ich auch damit aufhören, Sie haben die Zahlen beschrieben mit der Bilanz an Gestorbenen und Neugeborenen. Und wer schon mal in Afrika unterwegs war, in verschiedenen Regionen, der weiß, so arm wie sie sind, aber fast alle haben Handys und alle haben auch Internet und sehen, wie in Europa gelebt wird. Und ich habe selbst erlebt, dass sie sagen, ich möchte auch ein Stück von diesem Kuchen haben. Und das ist ja die Herausforderung, vor der Europa steht. Wie sehen Sie das? Was ist verkraftbar für unsere modernen Demokratien? Ja, also das ist natürlich eine Frage. Übrigens, Deutschland schafft sich ab, das Buch ist ja jetzt 10 Jahre alt. Ich habe jetzt, wenn Sie das interessiert, in einer Neuauflage das rausgebracht als Paperback. Und das hat ein 40-seitiges neues Vorwort. In diesem 40-seitigen Vorwort schreibe ich die ganze Zahlenbasis von Deutschland schafft sich ab fort. Vergleiche das mit meinen Prognosen und die Entwicklung geht noch viel schneller, zeige ich, als ich das in meinen Prognosen unterstellt habe. Nun muss man sagen, Dinge, die sind, kann man nicht mehr ändern. Menschen, die in Deutschland das Aufenthaltsrecht haben, müssen wir integrieren, ob sie uns im Einzelnen gefallen oder nicht. Und wir haben ja auch sehr unterschiedliche Gruppen.
von Menschen mit also Migrationshintergrund, die sogenannten Russlanddeutschen, die mal Anfang der 90er Jahre ein Problem waren, haben sich im Durchschnitt vorzüglich integriert mit den Vietnamesen, die als Boat People oder in der DDR als Gastarbeiter ins Land haben, gibt es auch keine Probleme. Die liegen überall bei allen Bildungstests an der Spitze. Die Polen fallen überhaupt nicht auf, weil sie genauso aussehen wie wir und meist nach einigen Jahren auch dann sehr gut Deutsch sprechen. Also es gibt ganz unterschiedliche Gruppen. Es gibt natürlich auch Gruppen aus muslimischen Ländern, die 3-4 Generationen hier sind und mit jeder Generation ein Stück fremder werden. Das gibt es auch. Und darum muss man immer aufpassen und darf nicht von den Migranten reden. Was die Zahlen angeht, die Sie eben nannten, 20%, ist das ja die reine Utopie. Wir haben schon heute bei den Geburten, und die Geburten von heute sind der Schüler in 10 Jahren und die Arbeitnehmer in 30 Jahren und die Rentner in 70 Jahren. Wir haben bei den Geburten von heute bereits einen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund von 40%. Da das nun in Thüringen jetzt nicht so ausgeprägt ist oder in Sachsen wie vielleicht in Berlin, sage ich Ihnen noch ergänzend, dass wir in Berlin ganze Stadtviertel und ganze Schulklassen haben, wo es Deutsch als Muttersprache nicht mehr gibt. So, und das sind natürlich der Probleme, die wir uns aufgeheizt haben. Jetzt über die zu reden, wie man das im Land löst, ist ein mehr als abendfüllendes Thema. Aber ich bringe jetzt einen Vergleich. Stellen Sie sich vor, Sie seien Kapitän auf der Titanic und der Eisberg hat Sie getroffen. Dann haben Sie zwei Probleme, die müssen Sie logisch voneinander trennen. Wie kriege ich das Wasser, das schon im Schiff ist, wieder raus? Das ist die Frage, wie gehe ich um mit den Migranten, die bei uns sind. Die muss ich integrieren. Und wie dichte ich praktisch das Leck ab, damit es nicht noch schlimmer wird und das Schiff eines Tages untergeht. Und das ist die Frage des Schutzes der Grenzen und der Regulierung weiterer Zuwanderung. Und wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, uns aus diesen ganzen Situationen vernünftig weiter in die Zukunft zu entwickeln, müssen wir an diesem Punkt anfangen. Und dann haben wir eine unheilige Allianz, das sage ich jetzt mal so, auch hier in einem CDU-nahen Kreis, nämlich ein Teil unserer Arbeitgeber- und Arbeitgeberverbände möchte vor allem eins, billige Arbeitskraft. Und er redet uns ein, es ginge Deutschland nun so besser, je mehr billige Arbeitskräfte nach Deutschland kämen. Das ist natürlich völlig falsch, weil die machen ja am unteren Ende des Arbeitsmarkts Wettbewerb. Das heißt, sie letztlich, die nicht so gut gestellten Deutschen, werden ja dadurch unter Konkurrenz gesetzt. Darum ist auch die Frage, wie kann ich einen Sozialstaat organisieren, funktioniert nur, wenn ich die Einwanderung unter Kontrolle habe. Das ist übrigens ein Punkt, bei dem ich mir mit Sarah Wagenknecht völlig einig bin, die das auch in ihrem letzten Buch, vieles andere ist Unfug, aber diesen Teil analysiert sie brillant. Das heißt, unser Sozialstaat hängt davon ab, auch die Möglichkeit, dass man in den unteren 30% der Gesellschaft auskömmliche Löhne hat, genügend Arbeitsplätze hat, das hängt davon ab, dass wir wirklich Zuwanderung begrenzen können. Und lassen Sie sich, da muss auch bei der ganzen Demografie aufpassen, die Zahl einer Bevölkerung sagt überhaupt nichts. Dänemark mit 5 Millionen Einwohnern ist also genauso reich wie Deutschland. Und zur Zeit Ottos des Großen lebten im ganzen Deutschen Reich 4 Millionen Einwohner. Es geht nicht um die Zahl der Deutschen, es geht auch kaum um ihren Altersaufbau, es kommt darauf an, was sie können und was sie leisten und wie sie sich organisieren. So, und das muss man auch mal sehen, dass man runterkommt von dieser Propagandawelle. Künftig haben wir keine Bäckerlehrlinge mehr, wenn nicht jedes Jahr 500.000 Afrikaner zu uns kommen. Ja, meine Damen und Herren.
Meine Damen und Herren, wir müssen langsam in die Endrunde einbiegen. Herr Sarrazin muss seinen Zug erreichen. Ich habe noch zwei boshafte Schlussfragen. Sie können natürlich dann immer noch fragen. Die erste an Herrn Maaßen. Herr Maaßen, der deutsche Michel angesichts all dieser Probleme schläft ja offensichtlich immer noch. Geht es ihm zu gut oder warum regt sich kein Widerstand wie der einst 1989 in der alten DDR? Ja, in Teilen kann man sagen, geht es ihm noch zu gut. Viele sehen die Probleme einfach auch gar nicht. Ich meine, wenn man in Berlin-Neukölln lebt, dann sieht man die Probleme natürlich eher, als wenn man, ich sage mal, im beschaulichen Thüringen lebt, wobei die Menschen in Thüringen, ich denke auch aufgrund ihrer DDR-Vergangenheit, schon etwas sensibler sind, was die Medienberichterstattung angeht und nicht immer all das glauben, was dort gesagt wird. Ich habe den Eindruck, in Teilen ist das so, wie wenn man, ich nehme mal ein Beispiel, wir fliegen mit dem Flugzeug von Frankfurt aus nach New York. Die Maschine ist über dem Atlantik. Plötzlich gibt es dann ein Gerücht, das dann von Reihe zu Reihe geht, dass der Kapitän einfach viel zu wenig Kerosin getankt hat. Der Flug dauert 8 Stunden, aber es sei eigentlich nur Kerosin für 6 Stunden getankt worden. Dann wird die Stewardess angesprochen. Die Stewardess hört dieses Gerücht und gibt es weiter an die Kabine, an das Cockpit. Kapitän merkt, dass die Leute immer unruhiger werden, und dann macht er eine Durchsage. Durchsage ist: Liebe Passagiere, es gibt das Gerücht, wir hätten zu wenig Kerosin getankt. Ich kann Ihnen sagen, wir haben ein ganz neues Flugzeug, energiesparend, wir haben Rückenwind. Im Übrigen, das Filmangebot ist so gut wie immer. Auch der Champagner in der Business Class ist herausragend. Wir werden es schaffen. So, ich glaube, viele Leute glauben, dass wir es schaffen werden. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die inzwischen wach werden. Und die merken, hier stimmt irgendwas nicht. Zwar schmeckt der Champagner noch gut und das Filmangebot ist gut, aber das kann nicht sein. Und mein Eindruck, gerade hier im Osten, in Thüringen, begreifen die Leute, mit Kerosin für 6 Stunden schaffen wir den Flug nicht. Und deswegen müssen wir uns eine Lösung ausdenken. Ganz zum Schluss wird es nochmal etwas bösartig. Wir gehen mal in die Richtung der Verschwörungstheoretiker. Ich nenne Ihnen mal 4, Herr Maaßen und Herr Sarrazin, und Sie sagen, mit welcher Sie sich anfreunden könnten. Deutschland steht heute deshalb da, wo es steht, weil wir eine spätrömische Dekadenz erleben. Siehe Gendern, ein müdes Land verliert die Kraft und neigt zur Selbstzerstörung. Zweitens, Deutschland schafft sich ab, um die Erbsünde des Zweiten Weltkriegs loszuwerden. Drittens, Great Reset. Die Weichen müssen rechtzeitig gestellt werden. Und viertens, die lustigste Variante, Frau Merkel erfüllt endlich ihren Parteiauftrag und führt den Sozialismus auch im Westen ein. Welche Variante ist Ihnen die realistischere? Also letztlich keine, weil ich glaube nicht an Verschwörungstheorien. Die Verschwörungstheorie, da kommt meist die Bilderberg-Gesellschaft, da stellt man sich vor, dass irgendwelche Herren mit amerikanischem Akzent und am Ende noch mit jüdischem Hintergrund zusammensitzen und über die Zukunft der Welt beraten und das dann entscheiden. Das ist Quatsch. Aus meiner Sicht ist viel dem Umstand geschuldet, dass es einfach gesellschaftliche Moden gibt. Es ist viel dem Umstand geschuldet, dass es in Politik und Medien auch viel Opportunismus und Unfähigkeit gibt. Und viel ist auch dem Umstand unglücklicher Zufälle geschuldet. Also wer glaubt, man könnte sich in der Politik verschwören,
weiß nicht, wie unordentlich es in der Politik zugeht. Also ja, das ist meine Antwort. Und weil es in der Politik so wahnsinnig unordentlich zugeht, gibt es ja auch immer wieder Hoffnung. Ich meine, man weiß ja auch gar nicht, was die Zukunft bringt. Vor 5 Wochen, als ich mein aktuelles Buch vorstellte, lag die SPD bei 15%. Ich wurde zu den künftigen Wahlaussichten befragt, habe mich 15% gemäß geäußert. Jetzt im Augenblick haben wir eine gefühlte 70%ige Wahrscheinlichkeit, dass Scholz der nächste Bundeskanzler ist. Das ist nicht schön. Aber eins kann man daraus lernen, man soll mit Prognosen in der Politik wahnsinnig vorsichtig sein. So, und weil es eben so vieles Ungewissheit gibt, gibt auch das Handeln immer wieder Hoffnung. Und jetzt Ihre Auslegung, Herr Maaßen. Also mein Eindruck ist, selten ist etwas in der Politik monokausal, sondern es kommen immer viele Gesichtspunkte zusammen, um eine Entwicklung zu erklären. Und ich hüte mich immer vor dem Ausdruck Verschwörungstheorie. Ich bin strafrechtlich ausgebildet. Ich würde manchmal eher den Ausdruck Anfangsverdacht nehmen. Was allerdings aus meiner Sicht schon relevant ist, ist der erste Punkt. Sie sprachen von spätrömischer Dekadenz. Den Ausdruck würde ich so nicht verwenden. Aber ich würde sagen, es fehlt bei vielen Menschen vielleicht auch eine Krisenerfahrung. Und eine gewisse, ja, man ist durch unseren Wohlstand verwöhnt. Man kann sich kaum mehr vorstellen, dass wir auch mal Armut haben. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass wir hier mal einen richtigen Stromausfall haben. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass wir hier eine große Inflation und mit einer Währungsreform haben. Die Generationen, die das noch erlebt haben, die sind entweder tot oder schon sehr alt. Und das ist auch eine Gefahr, wenn man diese Erfahrung nicht hat, dann meint man, man lebt im Grunde in einer Zeit, die endlos ist und es kann immer so weitergehen. Und meine Sorge ist, dass dies dazu führt, dass man nicht mehr das notwendige Sensorium dafür hat, um Krisen vorherzusehen und dann auch um Krisen zu überwinden. Meine Damen und Herren, irgendwann muss man Schluss machen. Der Zeitpunkt ist jetzt herangekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen. Das Thema, wie weiter mit Deutschland. Vor allen Dingen bedanke ich mich bei den beiden Herren Maaßen und Sarrazin für diesen sehr anregenden, interessanten und für jeden ersprießlichen Abend einen schönen Nachhauseweg. Und wer noch Fragen hat, ach Herr, der Oberchef will noch was sagen. Nochmal ein Beifall für die beiden. Und gehen Sie am Sonntag zur Wahl, falls Sie es so nicht getan haben.